Sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Berlin, Gerd-Joachim von Fallua. Herr von Fallua, was haben wir da gestern für einen Olaf Scholz erlebt? Den typischen, eher ruhigen Olaf Scholz oder eher den angriffslustigen? Nun, Olaf Scholz ist ja seit einer knappen Woche wieder aus dem Urlaub da. Er spricht seitdem mit vielen und er bleibt dabei. Er spricht viel, ohne viel zu sagen. Er legt sich nicht fest in der Sache. Und gestern fiel auf, dass er den optimistischen Kanzler gegeben hat. Er habe das Ruder in der Hand, hat er gesagt, und Deutschland sei auf Kurs. Die Interventionen von Theo Koll, die hat er immer einfach weggebügelt. So kennen wir den Kanzler. Das ist ja ganz spannend, denn gestern hatte das ZDF für das Politbarometer extra einige Menschen befragt. Und da war dann auch einer der Punkte, dass nur 21% der Befragten der Meinung waren, dass sich der Kanzler in wichtigen politischen Fragen eher durchsetze. 73% haben gesagt, er setze sich eher nicht durch. Ist das eine Fehleinschätzung der Befragten? Nein, diese Einschätzung muss man teilen, vor allem wenn man den Kanzler schon lange kennt. 2002 kam er hier als Generalsekretär der SPD im politischen Berlin an und wir Korrespondenten haben ihm ja schon nach kurzer Zeit einen Titel gegeben, nämlich den Scholzomat. Denn wenn man ihn irgendetwas fragt, da hat er einfach irgendetwas anderes geantwortet. Das ist jetzt als Kanzler ein bisschen besser geworden. Auf kritische Fragen geht er nicht ein, sondern sieht alles bauschig rosa. Das war auch gestern wieder der Fall und insofern liegen die Bürger da nicht falsch. Olaf Scholz ist wirklich auch in Interviews schwer zu packen. Das war jetzt die Antwort auf die andere Frage, die ja auch gestellt wurde, dass viele Menschen gesagt haben, 72% waren das genau, dass er in Interviews mehr als andere nicht auf die Frage antworten würde. Nochmal zu der anderen Befragung, dass sich Herr Scholz auch nicht durchsetze in der Regierung. Würden Sie die Einschätzung auch teilen? Na, wir haben es ja erlebt beim Heizungsgesetz. Da gibt es nun drei Koalitionspartner. Es wurde munter herumdiskutiert und Olaf Scholz ist in der Normalstrecke der Politik, sage ich mal, eher ein sehr ruhiger Kanzler. Das wird ja auch immer bemängelt. Das gab es auch schon bei anderen Kanzlern, aber bei Olaf Scholz fällt auf, dass ein großes Machtwort oder so gar nicht fällt. Und insofern eierte die Diskussion um das Heizungsgesetz so durch die Gegend. Und was die Unterstützung der Ukraine angeht, das war auch gestern natürlich wieder Thema, auch dort ist Olaf Scholz alles andere als der westliche Führer, der entschlossen nach vorne geht. Er zaudert und zadert und hat vielleicht tatsächlich damit viele Ostdeutschen aus der Seele gesprochen, dass man nicht sofort jegliche Waffe liefern soll. Wenn man zurückgucken, ist es aber so, dass wir bisher alle Waffen geliefert haben, die gewünscht wurden, nur nach reichlich Diskussionen. Und oft war es zumindest für die betroffenen ukrainischen Soldaten wohl zu spät. Und Sie haben es schon angekündigt, auch in Sachen der Wirtschaft hat er eher positive Signale aus seiner Sicht zumindest gesendet. Kann man das nicht auch positiv sehen, dass eben der Bundeskanzler hier versucht, eine positive Stimmung zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung zu kreieren und intern im Zweifel vielleicht doch mehr zu führen, als wir das tatsächlich mitbekommen? Natürlich muss der Bundeskanzler Optimismus ausstrahlen. Das gehört zu seinem Berufsbild. Das ist völlig klar. Aber Theo Koll und andere Journalisten in den vergangenen Tagen, auch Bürger in Bürgergesprächen, haben ja klare Fragen gestellt. Und was immer so ein bisschen ärgerlich ist, dass der Bundeskanzler diese Fragen einfach negiert und abtaucht. Er sagt jetzt, wie toll das mit der Halbleiterindustrie in Deutschland funktioniert. Klammer auf, da könnte man auch fragen, ob die riesigen Subventionen des Staates in Magdeburg und Dresden zum Beispiel die Sache wirklich wert sind. Klammer zu. Und er grenzt völlig aus, dass die deutsche Industrie auch wegen der hohen Energiepreise angefangen hat, massiv Geld ins Ausland zu verlagern. Gerade im vergangenen Jahr ist so viel Geld nach außen gegangen wie selten zuvor. Das wird auf Dauer nicht gut gehen und da nützt es auch nichts, wenn er vom Fragesteller gefragt wird, dass die deutsche Wirtschaft schwächelt. Der IWF sagt das, dass er dann sagt, naja, also wir sind eine Exportnation und wir merken sofort, wenn woanders geschwächelt wird. Also da lenkt er den Fokus auf andere Nationen, anstatt vor der eigenen Tür zu kehren. Herr von Fallua, kommt die Regierung und die Arbeit der Politik vielleicht auch insgesamt zu schlecht weg, auch vor dem Hintergrund einer so unglaublichen Herausforderung wie dieses Ukraine-Krieges durch Russland, der ja alle, auch wirtschaftlichen Bereiche unseres Lebens verändert hat? In der Tat hat die Ampelregierung von Anfang an große Probleme zu bewältigen gehabt, die andere Regierungen in der Form zunächst nicht hatten. Der Krieg spielt überall eine gewichtige Rolle und insofern muss man das immer einpreisen in der Bewertung. Aber dennoch die Rahmenbedingungen zum Beispiel für die deutsche Industrie werden immer schlechter. Wir haben es gerade auch von Frau Esken am Schluss nochmal gehört, wenn dann die erneuerbaren Energien in Gang gekommen sind, dann sind wir ein Paradies. Ja, aber man hat zunächst das Stromangebot verknappt, importiert jetzt Strom aus Frankreich, auch Atomstrom, schizophrenerweise.
Preise. Und darüber beklagt sich ja die Industrie völlig zu Recht. Die Preise hier sind zu hoch. Und der Kanzler und die SPD-Vorsitzende sagen in ihren Interviews, das wird alles besser werden, wenn wir spätestens 2030 dann ganz viele erneuerbare Energien haben. Das hilft der Industrie in den nächsten Monaten und Jahren nichts. Mhm. Herr von Faller, ich spiele da noch mal den Anwalt der Politik, im Zweifel auch der Regierung. Ist es nicht ein doch gemeinschaftlich klares Ziel, das auch ein Großteil der Bevölkerung zumindest bis zum Ukraine-Krieg stark unterstützt hat, nämlich dem Klimawandel Rechnung zu tragen, erneuerbare Energien voranzutreiben und eben dadurch auch enorm große Kosten zu verursachen? Und diese Regierung, wie möglicherweise auch viele weitere Regierungen nach ihr, möglicherweise auch von vielen anderen Parteien, werden mit diesen Kosten umgehen müssen, die diese Klimawende dann auch mit sich bringt. Und diese Regierung in diesem Falle bekommt nun die Schelte dafür. Naja, ganz so ist es ja sicherlich nicht. Also Angela Merkel zum Beispiel hat im Jahr 2010 gesagt, der schnellere Ausstieg aus der Atomkraft, der geht nicht. Der kommt zu teuer für die Industrie im Land, der kommt zu teuer für die Menschen. Wir verlängern die Laufzeit und dann kam Fukushima ein halbes Jahr später. Das hat sie dann gerne genutzt, um dann doch die verkürzte Laufzeit wieder in Gang zu setzen. Denn sie hat damals sehr viel Gegenwind gekriegt, gesellschaftspolitisch. Und da ist sie dann quasi eingeknickt. Aber diese jetzige Regierung hat das gleiche Problem wieder eingeholt. Und vor allen Dingen durch den Krieg ist es ja noch mal forciert worden, nämlich in der Tat die falsche Politik nur auf die Gaslieferungen der Russen zu setzen, hat sich ja dann gerecht, gleichzeitig aber eine Energiequelle abzuschalten und den Bürgern und der Industrie zu sagen, wir sind aber ganz fortschrittlich, das kostet dann auch eine Menge Geld, wir sind aber ganz fortschrittlich und werden in wenigen Jahren ganz toll dastehen. Das hilft niemandem im Moment und das sieht man an der Industriepolitik. Viele wandern ins Ausland ab, zumindest viele Gelder. Okay, werden wir beobachten, auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Jahren. Gucken wir vielleicht nochmal auf diese Koalition. Ist diese unterschiedlichen Meinungen, die immer wieder auch in der Öffentlichkeit ja zutage treten, das hat man ja auch gestern tatsächlich auch gesehen, auch wenn Saskia Esken anders dargestellt hat, dass sie eben den Taurus-Marschflugkörper sicherlich eher liefern möchte als Olaf Scholz beispielsweise. Ist diese öffentliche Kakophonie wirklich ein Problem dieser Regierung oder zeigt die eben auch, dass auch innerhalb einer so diversen Regierung eben einfach auch lange miteinander gerungen werden muss? Es gab nur wenige Widersprüche zwischen dem Kanzler und der SPD-Vorsitzenden. Das fällt überhaupt auf, dass der Bundeskanzler es sehr gut geschafft hat, die Linke in der SPD, vor allen Dingen auch in der Fraktion, einzubinden. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum er bei Waffenlieferungen so sehr zurückhaltend ist. Nicht nur die Ostdeutschen, sondern viele Linke in der SPD haben ja große Probleme damit. Aber untereinander, die Koalitionspartner, die haben jedes Recht dazu, auch zu diskutieren. Sie haben ja auch völlig unterschiedliche Ansätze für Politikfelder. Dennoch, wenn es dann so ausartet und so wenig Führung da ist vom Wirtschaftsminister, aber auch vom Kanzler, wie beim Heizungsgesetz und man den Bürgern quasi ein Gesetz vorhaut, was jeden persönlich betrifft, was schwer zu durchdringen ist, dann ist da etwas gründlich schiefgelaufen. Und darüber sollte die Koalition dringend nachdenken, wie sie in Zukunft solche Sachen besser kommuniziert. Die beste Chance haben Sie bereits in Meseberg. Am 29. und 30. wird sich das Kabinett da zusammenfinden. Und dann wird man sicherlich für den Herbst diskutieren, was denn nun zu passieren hat. Und da haben wir natürlich dann auch live einen Blick drauf. Vielen Dank, Gerd-Joachim von Follower, unser Korrespondent in Berlin. Danke Ihnen für die Einschätzung und Meinung.